Der mündige Bürger, mehr direkte Demokratie. Es wird in letzter Zeit viel über die Notwendigkeit von Bürgerbegehren geredet. Aber wenn es um etwas wirklich Wichtiges geht, dann wird der Bürger schön draußen gelassen. Beim größten Freihandelsabkommen der Geschichte ist das so. Freier Handel, eigentlich eine gute Idee. Aber was da im Moment zwischen der EU und der USA hinter verschlossenen Türen ausgehandelt wird, ist ein Generalangriff auf die Verbraucherrechte. Mike Lingfelser, Henrik Loven und Sabina Wolf. In den USA täglich auf dem Teller. Hormonfleisch. Hühnchen mit Chlor desinfiziert. Genmais. All das ist in der EU bisher verboten. Doch könnten solche Lebensmittel bald bei uns landen? Wir sind in Washington und in Brüssel. Hier wird das Freihandelsabkommen verhandelt. US-Regierung und EU-Kommission feilschen um Zölle und Handelsbeschränkungen. Das soll die Wirtschaft ankurbeln. Doch damit stehen auch Qualitätsstandards zur Debatte. In geheimen Verhandlungen, ohne Öffentlichkeit. Alles für den Freihandel? Freier Handel? Die meisten Kapitel dieses Abkommens werden mit Handel wohl gar nichts zu tun haben. Es geht um schleichende Liberalisierung durch die Hintertür. Unsere Sorge ist, dass es sozusagen eine dramatische Absenkung gibt, dass es sozusagen Wettlauf um den niedrigsten Standard gibt. Die Verhandlungen verlaufen absolut undemokratisch. Das sagt der EU-Abgeordnete, der eigentlich eingesetzt wurde, um die Verhandlungen als parlamentarischer Berichterstatter zu kontrollieren. Doch er fühlt sich abgehängt. EU-Kommission und USA verhandeln geheim, praktisch ohne Kontrolle des EU-Parlaments. Selbst wenn wir mal ein Dokument bekommen, wird uns verboten, den Inhalt der Öffentlichkeit mitzuteilen. Die Bürger werden vollkommen ausgeschlossen von den Verhandlungen, die sich mit so vielem beschäftigen. Mit Gesundheitsfragen, Umwelt, Sozialstandards, öffentlichen Einrichtungen. Die Verhandlungen zum geplanten Freihandelsabkommen sind geheim, weil es um unheimlich viel Geld geht. Und um den Bruch von Tabus. Denn ob Genmais oder Klonfleisch, die US-Industrie drängt mit Produkten auf den europäischen Markt, die hier bisher verboten sind. Besonders umstritten Geflügel aus den USA. Sogenannte Chlorhühnchen dürfen seit den 90er Jahren nicht mehr in die EU exportiert werden. Der Grund? US-amerikanische Hühnerfirmen brauchen weniger auf Hygienestandards zu achten als vergleichbare Betriebe in der EU. Denn in den USA kommen die Hühner nach dem Schlachten in ein Chlorbad. Das soll dann alle Keime töten. Auf große Geschäfte in der EU mit solchen Chlorhühnchen freut man sich schon beim US-Hühnerverband. In einem Schreiben an die amerikanische Handelsdelegation rechnet man mit jährlich 500 Millionen Dollar mehr Umsatz. Jetzt wird hier über die Hintertür des Freihandelsabkommens mit den USA auf einmal sollen solche Vereinbarungen, solche Gesetze, solche Sicherheitsregeln außer Kraft gesetzt werden. Ähnlich soll es bei der Einfuhr von hormonbelastetem Fleisch, Klonrindern oder Genmais laufen. In den USA erlaubt, bei uns bald nicht mehr verboten. In Washington treffen wir einen der einflussreichsten Ideengeber des transatlantischen Handelsabkommens, den ehemaligen US-Botschafter in der EU, Stuart Eisenstadt. Er hat einige US-Präsidenten beraten und setzt sich nun im Transatlantic Business Council für die Ziele der Industrie ein. Die Standards in Europa haben ein anderes Niveau. Und ich finde, diese Standards haben ein unbegründet hohes Niveau, das wissenschaftlich nicht fundiert ist. Eine der großen Herausforderungen der Verhandlungen wird es sein, einen Mittelweg zu finden, wonach die Verbraucher in Europa das gleiche Vertrauen haben. Was für eine amerikanische Familie gutes Essen ist, sollte auch für Europäer gutes Essen sein. Angeblich hat die EU-Kommission gar kein Mandat aus den Mitgliedstaaten, die Standards nach unten zu verhandeln. Doch wie die Praxis aussieht, wir wissen es nicht. Alle Unterlagen der Verhandlungen sind restricted, geheim. Wir kommen dennoch an ein Papier der EU-Kommission. Darin sind die Vorbereitungstreffen zum Freihandelsabkommen aufgelistet. 95% sind mit Industrievertretern. Andere Gruppen wie Verbraucherschützer oder Umweltorganisationen waren kaum dabei.
Und wenn Sie die Verhandlungen so unausgewogen vorbereiten, dass die Treffen fast nur mit der Industrie stattfinden, das ist doch sehr beunruhigend. Ich glaube, das hat einen negativen Einfluss gehabt, was die Kommission verhandelt. Die Befürworter sehen noch andere Möglichkeiten, die Interessen der Industrie durchzusetzen. Sobald das Abkommen da ist, könnten etwa amerikanische Firmen den Export ihrer chlorbehandelten Hühner einklagen. Wenn so eine Klage erfolgreich ist, bedeutet das, das Land, das das Produkt verboten hat, muss Schadensersatz zahlen oder das Produkt wieder ins Land lassen. Das Freihandelsabkommen sieht dafür sogenannte Schiedsgerichte vor. Die US-Fleischindustrie könnte so gegen einen europäischen Staat klagen. Doch anstatt dies vor einem Gericht zu verhandeln, entsenden beide Seiten ihren Anwalt. Ein dritter Anwalt gibt den Schiedsrichter und fällt eine juristisch bindende Entscheidung. Die Anwaltskanzleien arbeiten je nach Auftrag. Das heißt, sie wechseln ständig ihre Rollen. Interessenskonflikte sind wahrscheinlich. Davor warnen auch US-Verbraucherschützer. Würde ein Konzern gegen einen europäischen Staat vor einem solchen Schiedsgericht gewinnen, dann muss der Steuerzahler den Schadensersatz zahlen. Gerade die Deutschen, die ihren Staatshaushalt unter Kontrolle halten wollen, sollten besser zweimal darüber nachdenken, ob sie einem Abkommen zustimmen, das es US-Konzernen erlauben würde, euren Staatshaushalt zu plündern. Das ist schon Realität. Kanada und die USA sind bereits in einer Freihandelszone. In Kanada wurde die umstrittene Gasgewinnung Fracking, bei der Chemie in die Erde gepumpt wird, um Gas zu fördern, eingeschränkt. Wegen möglicher Umweltgefahren wollten die Bürger es nicht. Kanada handelte. Daraufhin hat die Fracking-Firma den kanadischen Staat aufgrund entgangener Profite auf 250 Millionen Dollar verklagt, vor einem Schiedsgericht. Gerade auf europäischer Seite steht so viel auf dem Spiel. Eure Standards sind besser. Auch euer Tierschutz ist beispielsweise stärker, euer Klimaschutz, euer Datenschutz im Internet. Ihr habt viel zu verlieren. Die EU-Kommission beteuert auf Reportanfrage, dass es bei den Verhandlungen keine Absenkung der europäischen Standards geben werde. Worte, an die sich Verbraucher erinnern müssen. Und damit auch ja keiner kritisch berichtet, schwört die EU-Kommission ihre Mitgliedstaaten jetzt mit einem internen Schreiben darauf ein, führenden Medien nur die positiven Seiten des Freihandelsabkommens zu vermitteln. Ja, tut uns leid, mit uns nicht.